Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft hier auf Red Butterfly Gaming und der Gyroll und der Großi, die wollten unbedingt die Scheune reparieren, deswegen nehmen wir jetzt nochmal 2 Stunden auf. 2,5. Ja, wir müssen zwar schon längst schlafen, also es ist 10 Uhr und um 6 Uhr beginnt bei Gyroll und mir die Arbeit, das heißt um 5 Uhr aufstehen, 4:30 losfahren, obwohl der Gyroll ein bisschen später immer. Aber jedenfalls bei mir, also ich muss um 5 Uhr aufstehen. Geht ja schon mal vor. Ich muss um 5 Uhr aufstehen, das heißt wir haben 10, das heißt 7 Stunden Schlaf hätte ich jetzt nur noch. Aber das macht ja nichts. Ich habe 1 Stunde mehr. Ja, schön. Ich glaube, der Gyroll ist AFK. Ja, ich glaube ich auch. Der bewegt sich nicht. Oder dein Disconnect. Guck mal bei Discord. Scheint Disconnect. Mikro da auch noch an alles. Ich bin hier. Ach, der ist doch da. Ich war gerade nur. Ich habe mir irgendjemand nochmal geschrieben. So. Die ganze Zeit. Ich hab mir auf mein Handy seit Stunden. Du meinst seit 5 Stunden? Ich hab mein komplettes Leben ausgeblendet. Kann passieren. Ich glaube, das haben wir alle. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf mein Handy geguckt habe. Mal sehen. Ja, 2170 WhatsApp-Nachrichten, alles von Girly-Fans, die nach mir schreien. Ja, sicher. Die Groupies. Ja. Genau. Die gibt's leider nicht hier. Oh, ist es Nacht draußen? Nein, es wird hell, aber wir haben Überraschung vor der Tür. Warten wir einfach kurz. Ich freue mich einfach wie ein Baby, dass ich jetzt nochmal spielen kann. Ach. Die machen Geräusche. Was macht unser Iron Golem eigentlich? Oh Gott. Ach, der chillt da ein bisschen. Was? Alle Kühe sind draußen und hier ist nur ein schwarzes Pferd drin. Hä? Was? Er war so schlau und hat das hier verzapft. Oh, das war ich, aber ich hab gedacht, dass sie nicht so drüber jumpen können. Ich hab den Block hier gar nicht gesehen. Das ist jetzt meins. Ich will es zähmen. Großi, hol mir meinen Sattel. Wo ist der? In deiner Bildung? In meinem Haus, wahrscheinlich in der wertvollen Truhe. Fuck, ich hab alle Kühe weg. Wow. Okay, wer wird dann neue Kühe anlocken? Ich mach das. Weil das ist meine Schuld gewesen. Ich hab die Blöcke in der Ecke gar nicht gesehen. Ich bring dir gerade die Leine mit. Ja. Ich hab, glaub ich. Nein, doch nicht. Stimmt, jetzt haben wir Leinen. Ich renne immer in die falsche Richtung. Wirf her. So, der Sattel, der kommt dahin, oder? Jawohl! Ja. Oh, ich habe auch ein Pferdchen! Du hast doch sogar die Diamanten, ne? Ja, das so. Oh ja, stimmt. Stimmt, ja. Wir haben doch noch eine Diamanten, wir haben doch 2 gefunden, oder? Ja. Ich glaube schon. Ja, doch, doch. Ich finde aber irgendwie sieht die Golden am besten aus. Oh ja. Golden habe ich noch keine gefunden jetzt. Bräuchten eigentlich auch noch so einen Pferdestall. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich habe mir wirklich eine richtig nice Scheune. Hast du dein Pferd eigentlich schon benannt? Nee. Okay. Wie willst du es denn nennen? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Weil dann nenne ich meins jetzt Black Beauty, wenn du das nicht nimmst. Nee, nimm du das ruhig. Jawohl, was auch geil klingt, wäre, nee. Alles klar, komm her. Jawohl. Black Thunder. Black Thunder ist hier. Die Idee hatte ich gerade auch, irgendwas mit Thunder. Wir können ja noch Black Lightning für dein Pferd, weil es so schnell wie der Blitz ist. Das könnte man machen. Meiner grollt wie der Donner. Oh. Du darfst mich nicht schlagen, da gehen meine Hunde auf dich los und töten dich. Finde ich lustig. So, die Diamanten. Jetzt werde ich erstmal für uns alle was fertigen. Weiß ich, finde es nicht so schlimm, sobald die Kühe noch bei uns im Wald sind, haben wir die schnell wieder eingefangen. Ich habe zu Hause auch noch eine Leine, jeder von uns hat jetzt eine Leine. Oh, pass auf die Schafe auf, dass die nicht abhauen. Ja. Deckt mich mit Diamanten. Ja, jeder von euch bekommt jetzt einen Diamantentorso von mir. Achso. Den werdet ihr jetzt schön in einer, den werdet ihr jetzt schön in einer ganz besonderen Kiste aufbewahren. Ja. Mhm. Ja, Geralt, du zuerst. Das war mit Leder. So. Bitte schön. Schön aufbewahren, die sind nämlich wertvoll. Bitte schön. Danke. Tut ihr alle in irgendeine wertvolle Kiste, die, damit ihr das nicht verliert oder so. Was halt schlecht wäre, wenn wir eine Enderkiste hätten. Ja, dazu müssen wir aber Enderman töten. Praktisch, aber. Genau. Und ich glaube, wir bauen ein Enderauge. Dafür sogar. Das heißt, ja. Wir bauen Blaze Rods. Das heißt, wir müssen Lohen töten im Nether und dafür brauchen wir die Diamanten. Also, das ist ein Teufelskreis. Tja, so ist es. Mhm. Gerade zu still hier. Ja, ihr redet mal was ein bisschen hier. Ja, ich bin wieder in diesem offenen Mundmodus. Ja, Wilhelm, weißt du, was wir auch noch brauchen? Ja. Ein Stall für die Pferde. Das stimmt, aber das ist gar nicht so leicht herzustellen, weil die Pferde sind halt. Die sehen zwar klein aus, aber die brauchen halt. So einen riesigen Ausgang, halt 2 breit und 3 hoch brauchen die mindestens als Ausgang. Ja, ja. Und das ist problematisch, so einen großen Stall herzustellen, dass es auch anständig aussieht und auch in der Nähe, dass man auch jedes Pferd anleinen kann und am besten noch mit einem Heuballen dazu. Richtig. Also, du könntest das machen, wenn du Lust hast. Aber es ist halt schon ein bisschen was, damit es auch schön aussieht. Wollte ich gerade sagen, die Frage, wie ihr aussehen, welche Materialien und so. Holz. Holz auf jeden Fall, klar. Ansonsten wüsste ich halt nicht, was noch. Tja, keine Ahnung. Mein Fett hat sich losgerissen, wo ist die Leine hin? Mein Pferd hat sich gerade losgerissen, die Leine ist. Die Leine müsste irgendwo dort liegen, oder du hast die aufgesammelt. Die
packt sich manchmal ein bisschen weiter weg so. Ansonsten brauchen wir neue Leinen. Ich hab noch eine extra, also eine über. Die Leine ist weg, warum ist die Leine weg? Was soll denn das? Komisch. Ne, die ist weg. Warum? Da fragst du mich zu viel. Ich geb dir einfach eine neue, ich hab noch also zwei über noch. Also die Gemälde sind alles Standard. Ja, leider. Ich höre überall das Schnauben von Kühen um mich herum. Ach ja. Da denkt man, dass es nicht schlimmer kommen kann, dass die Scheune abgebrannt ist? Nee, der Gyrol, der macht dann noch auf Peter, Tierfreund, und lässt die Kühe alle frei. Naja, furchtbar mit dem Jungen. So, die eine Seite sieht doch schon richtig aus. Ich muss echt bei mir alles neu sortieren. So, ich werde jetzt ein paar Schafe scheren. Oh, mein Feld ist fertig. Gut, da kannst du damit die nicht vorhandenen Kühe vermehren. Richtig. Zumindest schon mal ein paar Schafe kannst du vermehren. Und mit den Kühen sehen wir dann. Ich finde das irgendwie so nice, wenn der Zaun so unten ist und dann diese halben Stufen oben drüber. Das sieht irgendwie nice aus, oder? Mhm. Geschoren seid ihr alle gleich. Ja, geboren oder nicht. Die sind alle anders geworden. Hier, der eine ist rot. Musst du einfach Wolle auf die klicken, oder wie? So. Oder wie färbst du denn wie mit Farbmittel? Ja, einfach Farbmittel in die Hand, rechtsklick und dann wusch, sind die Schafe gefärbt. Es wird schon wieder Nacht. Ja? Ja. Ich wollte gerade was trinken. Ich leg mich mal hin so lange. Ich jump jetzt in mein neues Bett. Ach ja. So. Mann, ich habe so viel Zeug hier, das muss alles langsam mal sortiert werden. Ja, das geht mir genauso.
Oh, das sieht echt gut aus.